Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir Edition. Letzte Folge habe ich versucht, Fritzel zu leveln in der Arena. Hat nicht ganz geklappt. Eine Trainerin ist noch offen. Die kann ich jetzt besiegen. Das war Vollbild. So. Ich habe Angst, dass mein Controller versagt. Und zwar die hier. Und ich habe solche Pokémon von. Vergeht die Zeit so schnell, dass ich nicht mal Obst sagen kann. Ja. Ach komm. Bitte zieh das jetzt nicht die ganze Zeit durch. Bitte. Gib irgendwas, womit man leveln kann. Ah, sie hat so, habe ich mir schon fast gedacht. Azumarill. Diese Paralyse hätte von mir aus 1 KP sein können. Danke. Mann. Ich würde halt Ruckzucki werden setzen. Das reicht locker nicht. Also habe ich Step. Step-Effektivität. Was war das? Mann, nein! Ich nehme alles zurück. Danke. Danke, Azumarill. Doch nicht danke, Azumarill. Ja, es ist so klar. Azumarill hat sich vom Rückstoß selbst getötet. Endlich. Endlich kann ich zum Arenaleiter. Wir sehen uns dann nach dem Pokémon Center wieder hier. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz im Pokémon Center geheilt. Ich hoffe jetzt einfach, dass es funktioniert und ich nicht irgendeinen dummen Fehler mache. Zack. Jetzt habe ich den Plan. Jetzt. Zack. Nochmal nachprüfen. Ja, genau so. Danke! Und jetzt geht es zu Vasili. Erlaube mir, mich kurz vorzustellen. Ich bin Vasili, der Arenaleiter von Xenoville. Irgendwas fällt mir an dir auf. Das ist etwas in deinem Auftreten. Ich denke, ich spüre etwas in dir. Das, was in der Urzeithöhle passiert und was du getan hast, all das werde ich in den Kampf mit dir lesen können. Gib mir die Gelegenheit dazu. Zeig mir, wie du deine Pokémon im Kampf führst. Und als Gegenleistung zeige ich dir eine Illusion im Wasser, dargeboten von mir und meinem Pokémon. Dann zeig, was du kannst. Ah, ich habe schon wieder das Falsche vorne. Das gibt es nicht.
aus. Sejong. Sejong? Ah, das ist das. Ich habe jetzt irgendwie an Yugong gedacht. Ja, danke. Danke, danke, danke. Schön durchschlacken. Das ist bitter. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Nein! Mann, ich will aber nicht Gewaltruhe einsetzen. Außer hier jetzt, aber. Was soll ich machen? Klinge. Wie viel hat die mir ab der mir abgezogen? Ich war gerade überhaupt nicht konzentriert. Nein. Na Mann. Mann, hör doch auf mit den Tränken! Siehst du von mir, dass ich Tränke einsetze? Nein. Ich scheue hier nur rum, aber trotzdem. Ich weiß nicht, inwieweit Wasserattacken was bringen. Mal schauen. Und der Kampf ist ja nicht mal schwierig oder so, es ist einfach nur langweilig. Gold King.
Ich wechsle jetzt einfach raus. Mal sehen, mal sehen. Ich habe gehofft, dass wenigstens eine Attacke überlebt. Jetzt geht das wieder weiter. Ich hätte vorhin aufpassen sollen. Wenn du jetzt verwirrt bist. Danke, danke. Der Volltreffer hat mir jetzt sicher einiges erspart. Bravo, jetzt erkenne ich, welch einen großartigen Pokémon-Trainer vor mir steht. Ich nicht. Es hat mir viel Freude gemacht, dich und deine Pokémon kennengelernt zu haben. Du verdienst zu Recht den Schauerorden, bitte nimm ihn an. Danke. Dieser Orden sorgt dafür, dass all deine Pokémon dir gehorchen. Der Orden befähigt dich außerdem dazu, mit jeder VM-Kaskade Wasserfälle in jede Richtung zu passieren. Und damit du unseren Kampf stets in Erinnerung behältst, gebe ich dir dies. Diese TM enthält Aquawelle. Damit kann das gegnerische Pokémon mit Ultraschallwellen verwirrt werden. Endlich kann ich diese Arena verlassen. Bitte verlass uns. So, das war's jetzt mit dem Part von Pokémon Saphir. Das ist jetzt auch der letzte, den ich heute aufgenommen habe. Ich hoffe, dass die Videos zumindest jemand gesehen hat. Und dann bis irgendwann. Tschüss.